dass Sie bei dem wunderbaren Winterwetter hier bei uns mit dabei sind, im Feintier. Es gibt zwei, drei Sachen zu sagen gerade am Anfang. Ich habe heute eine Omega-Uhr an. Ich habe jetzt 50 Sendungen mit einer IWC gemacht und ich habe nie ein IWC geschenkt bekommen. Ich habe gesehen, der Horst Tappert hat eine geschenkt bekommen, der Gottschalk hat eine bekommen. Und solange ich keine bekomme, werde ich jetzt weiter mit einer Omega umlaufen, wie der Bundesrat Ogi und der Fernsehdirektor Schellenberg. Christi, Sie haben etwas zum Thema Schellenberg? Schellenberg hat doch gesagt, dass er sich für Sie schäme, also allgemein für das Schweizer Fernsehen, wenn Sie nicht eine Sendung machen, wie auf Sat.1, um das Niveau steigern, dass sich der Herr Schellenberg nicht mehr für Sie schämen muss. Der Herr Schellenberg schämt sich für die Schweiz, der schämt sich für das ganze Land, darum wandert er ja aus. Sie wissen ja, er wird ja ein Cannabisladen, oder was ist es für ein Laden? Ein Plattenladen. Sorry, schneiden wir nachher aus, ein Plattenladen in Marokko oder irgendwo, Marseille. In Marseille wird das, was sagen wir alles. Ja. Darf ich noch einen Wettbewerb mitmachen? Ja, gern. Brad Pitt? Brad Pitt! Hey! Leider falsch! Das ist übrigens eine Widmung, die ich bekommen habe vom Herrn Tappert. Das ist ein Freund von mir, hat draufgeschrieben, für Frank. Ich will, dass man das ganz deutlich sieht. Vielleicht das, kann ich auch noch, wenn wir wieder Reklame sind, ich habe eine neue Krawatte, der Herr Stutz. Andreas Stutz hat mir gesagt, ich soll nicht immer Balli-Krawatten anlegen. Und er hat mir seine Billig-Krawatte geschickt. Und ich meine, alles was recht ist. Ich mache ja viel mit. Aber ich meine, wenn er sagt, du musst mal eine neue Krawatte haben. Und dann schenkt er mir... so eine Krawatte. Ich meine, das kann mir ja niemand zumuten. Herr Paul, nicht, dass Sie mit dieser Krawatte privat rumlaufen. Samuel Heinrich. Ja, guten Tag. Guten Tag. Ja, ich hatte es einfach gern gesehen, so, wenn dort die Flop-Sendung so auf dem Schweiz 1, so Nightmare, also ja. Wird jetzt gleich im Programm geschossen, habe ich gehört. Ja. Gibt es da nicht die Möglichkeit, dass die ersetzt wird durch Ventil oder so? Ersetzt? Also, die ist schon. Also, wir sehen, der Herr Mohr geht jetzt gerade. Man kann das vielleicht demonstrieren. Die Sendung ist so weit erledigt eigentlich jetzt für uns. Er wird jetzt in seinen Wagen steigen und heimschippern. Willst du einen Wettbewerb mitmachen? Ja, gerne. Ja, dann willst du ihn beantworten oder willst du noch lange diskutieren? Ja, das ist aber nicht das, was in der Werbung gekommen ist, oder? Ja, bist so gut. Dann machen wir jetzt Werbung oder machen wir einen Wettbewerb? Willst du mit der Helvetik-Tour nach Kreta an die Sonne? Eine Woche. Was? Seifenoper. Und ciao und töppla. Tschüss. So. Wir dürfen Ihnen an dieser Stelle ganz einen bekannten, prominenten Mann vorstellen. Es ist der Sokrates. Einen warmen Applaus für den, für den Sokrates. Der Sokrates kann nicht nur im Studio, sondern auch bei minus... Ciao, Dieter! Sondern auch bei minus 5 Grad kann er etwas, was sonst eigentlich niemand kann. Er hat bei Witten das wollen auftreten. Es ist ihm dann aber allerdings eine Schwangerschaft dazwischen. Oder was ist es gewesen? Warum haben Sie nicht auftreten? Ja, meine Tochter ist aufs Feld gekommen. Ja, natürlich müssen wir bei der Frau bleiben, das selbstverständlich. Wie sich das gehört. Dabei wäre er... Gratulation, es ist Freude. Dabei wäre er ein Wettgewinner gewesen. Weil was er kann, ist unglaublich. Er liest ein Buch innerhalb von 20 Minuten und Sie können nachher ihn abfragen. Auf welcher Seite welches Wort steht? Sie müssen sich vorstellen, innerhalb von 20 Minuten das Buch. Stimmt, oder? Ja, 20 Minuten. 20 Minuten fix fertig das Buch lesen. Wissen Sie ja, wie die Kinder heissen? Ja, Laura. Die erste ist Laura, dann Dario und dann Vera. Vera? Jawohl. Gut. Haben Sie die 21 Minuten gemacht? Nein, da habe ich etwas länger Zeit. Schneller gegangen. So, also wir haben hier Bücher. Frau Weber, wenn Sie schon da sind, Sie könnten ein Buch auslesen. Welches das er soll Ihnen lesen? Das Blaue. Das Blaue? Ja. Ist nicht. Rolltreppe nach Hawaii, sind Sie wahnsinnig? Schauen Sie mal da raus, wie das da draußen ist. Das ist doch krass. Ist ein bisschen kalt. Schön, das wäre ein geiles Buch, habe ich selber gelesen. Ah ja. Wo ist der Hell, kann man nur empfehlen. Dann nehmen vielleicht auch noch das. Aber ich kann auch ein anderes, mir ist es gleich. Ja, also ich habe es gesagt. Wir fragen den Zuschauer. Frau! Morell, heissen Sie so? Ja, Sie heissen so. Man kann leider nichts sehen, weil es ist alles plotsch, flatter, nass. 5 Grad, es schneit mir überall an. Also fast überall. Welches Buch hätten Sie gern? Das Dummerste in dem Fall. Esther Villa, die Erziehung. Ja, gut. Das ist also hart. Da haben wir, der Simmel ist also ein bisschen brutal mit denen. Da könnte ich Ihnen die Rolltreppe haben wir schon abgehandelt. Sie also Horst, der Held. Sie hat es ja gesagt, das unterste wird sein.
Wir müssen nicht zweimal fragen. Welches wollen Sie jetzt? Ich nehme gleich das Ungerste. Das Ungerste, also gut. He? Horst der Held war neu. Dann nehmen wir Esther Villar. Die Erziehung der Engel. Ich werde Sie nachher fragen. Setzen Sie sich bitte an, geben Sie sich warm. Das kann ich dann nicht mehr schreiben. Frau Morel, haben Sie nach Kreta mit der Helvetik-Tour? Ja, wieso nicht? Es muss ja nicht in der Schweiz sein, oder? Ja, schon so, würde ich auch sagen. Kann ich etwas sagen? Ja, sagen Sie es. Ich würde irgendein Butterbrot oder hey! So. Hey! Hui, hui, hui! Frau Morel, Sie fliegen und zwar zum zweiten nach Kreta für... Wie lange wollen Sie? Eine Woche gerne. Nein, eine ist gut. Eine, zweite. Darf ich dafür noch meine Kinder mitnehmen? Wie viele sind es? Zwei Buben, ganz herzlich. Wie alt? 6,5 und 5. 6,5 und 5 muten wir zu. Ja. Dann, okay, ist gemacht. Wo wohnen Sie? In Lütterkofen. Schreib schnell auf. Nein, wir schauen nachher das Video. Komm schnell. Also Frau Morel, Monika Morel. Claudia Morel. Ribi Ackerweg 6 in 4571 Lütterkofen. Schöne Ferien. Ja. Und tschüss. So, dann haben wir Fabrice Tlisch. Kann das sein? Heißen Sie Tlisch? Ja. Ist das richtig geschrieben? Ja. Gut. Sie werden etwas Schönes sagen zum Wettbewerb. Ah, oh, den haben wir ja jetzt gelöst. Sie haben doch auch schon lange nichts mehr gegessen, Frau Weber. Einen guten. So, wir kommen zu einem neuen Wettbewerb. Das wäre der da. Ich weiss nicht, ob das für Sie nicht schwer ist, Frau Tlisch. Wenn Sie nach Kreta fliegen, an die Wärme. Ja. Mit der Helvetik-Tour. Dann müssen Sie jetzt handeln. Ja, das machen. Sagen Sie etwas zur Sendung? Ja, so, ich finde es irgendwie ein bisschen scheiß, die Sendung. Mhm. Ich check nicht so ganz, dass es meinem Sinn soll geben. Sind Sie denn schon älter? Sind Sie in einem Altersheim? Nein, noch nicht. Noch nicht? Wie alt sind Sie? Ich? Schwierig, hä? Ja, schon. Ja. Hallo? Ja, die heutige Jugend. Ganz anders ist es mit dem Heinrich Zillmann. Der Heinrich Zillmann ist ziemlich auf Trab. Da haben wir dann noch eine interessante Karte. Müssen Sie mich daran erinnern, dass wir die vorlesen. Die kommt vom Herrn Mittmer. Paul Mittmer. Der hat mir die geschickt. Da können wir nachher drüber. Ein Applaus für den Heinrich Zillmann! Oi. So. Herr Zillmann, was werden Sie machen? Ich übernehme jetzt die Sendung, und zwar als Emil. Gut. Ist ja nicht immer gesagt, dass das der Frank muss machen muss, oder? Der Emil könnte das auch. Ja, nein, ist mir recht. Ja. Ist mir recht. Wir könnten sie jetzt zwischen Tätling. So. Nein, machen Sie ruhig. 5 waagrecht. Grautier mit 4 Buchstaben. Egel. Egel. Au, oh, jetzt ist mir noch der Spitz abgebrochen. Wo habe ich jetzt auch mein Messerli? Ich habe doch hier ein Messerli gehabt für das Bleistiftspitze. Ist jetzt das Messerli? Beuteltäde. Du kannst Fernsehen DRS, Fernsehen von der deutschen und rätoromanischen Schweiz, Ressort Unterhaltung, Abteilung Ventil, halbe Elfi, grüezi. Englischer Butler. Herr Messerli? Ja, Sie habe ich gerade gesucht. Ja, was haben Sie gut? Ist es? Ah, Sie möchten. Wie? Nein, der Frank ist nicht da. Er hat eine Sehnenscheidenentzündung am Oberarm. Weil er immer mit dem Hebu, ja, muss er doch immer hin und her, ja. Ja, ja. Jetzt soll ich ihn halt vertreten, ja. Was haben Sie gut? Die Sendung 10 vor 10, wollen Sie schon am 9:30 Uhr? Haben Sie keine? Und das Wort zum Sonntag, wo am Samstag kommt. Bereits schon am Donnerstag. Aha. Der Dienstagsclub am Mittwoch. Dafür Mittwochslotto zahlen, bereits am Dienstag. Ja, dann gäbe es ein bisschen mehr Sechser, ja. Sehr gut, sehr gut. Hey, ich habe alles notiert, ich tue ihm das mitteilen. Ja, wieder euer Messerli. So, müssen wir da mit dem Rätsel, Kreuzworträtsel weiterlösen machen. Ja, ich habe sonst die Händchen, kirchlicher Feiertag, 5 senkrecht.
stören. Aktern! Emil! Aktern! Das ist der Emil da. Ja, aber dann... Wenn sie ausrufen. Das kann etwas nicht stimmen. Ja. Da ist das deutsche Fernsehen vom Ventilabteilung Rätoromanen. Grüezi. Herr Schellenberg, noch nie gehört. Dann ist es für mich. Ah, Direktor vom Fernsehen. Grüezi, Herr Direktor. Nein, der Frank ist nicht krank. Er hat eine Sehnenscheidenentzündung. Ja, weil er mit dem Hebel muss er hier immer. Ja. So. Ja, ich tue ihn vertreten. Nein, ist ganz einfach. Ja. Mama, wir haben auch einen Wettbewerb heute. Die Frage lautet: Wie heisst der Präsentator von der Moor Late Night Show? Richtig, Dieter Moor. Sie haben es erraten. Sie haben den Gratis-Eintritt in seine Show gewonnen. Mit anschließendem Nachtessen in der Fernsehkantine. Ja, ist gern geschehen. Bleiben Sie noch dran, dass wir Ihren Namen noch notieren und die Adresse. Wieder hören, Schellenbaum. Herr Schellenberg, bleiben Sie dran. So, danke vielmals, Herr Zielmann. Ein Applaus für den Herrn Zielmann. Am Telefon ist der Herr Kavan. Stimmt das? Nein, Silvan. Silvan. Salut. Und wie geht's? Frier. Ich habe fast kein Gefühl mehr. Ja. So. Los, ich wollte etwas sagen. Die haben früher noch im Fernsehen die tolle Serie Magnum gebracht. Und da bin ich immer Fan gewesen, das toll gefunden, dass das gekommen ist ab und zu. Magnum? Das ist eine Serie aus der Nacht, die nicht viel kostet. Ja. Oder? Ja. Das kommt gut, nicht? Du wirst es nicht glauben, ich bin mal mit dem Magnum Skifahren. Es ist wirklich wahr. Das ist eine längere Geschichte. Ja. Willst du noch etwas, willst du den Wettbewerb gewinnen? Ja, das wäre der Hammer, aber gib mir Zeit. Ja, jetzt sofort, das ist die Frage. Was ist das für ein Rätsel? Es ist eigentlich eine englische Angelegenheit, das Ganze. Eine englische Angelegenheit? Trainspotting oder so? Trainspotting? Leider falsch. Ich habe hier Post bekommen vom Herrn Mittmer, der schreibt: Lieber Herr Baumann, obwohl wir fast alle Rätsel gewusst haben, haben wir nie angerufen, weil wir den anderen die Preise nicht wegschnappen wollten. Finde ich sehr nett, Herr Mittmer. Vielleicht, ich schaue mal, ob die, wo uns die Reise geben. Ihnen vielleicht mal wieder eine Reise durchlassen. Ich tue sie auf die Seite. Vielleicht können Sie dann mal zuschauen, wenn die anderen in die Reise gehen oder ein Stückchen weit mitgehen. Was ist jetzt das wieder für ein Eistee? So, also. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben den Herrn Feige am Telefon. Herr Feige, behaupten Sie was? Herr Feige, Sie sind leider tatsächlich Feige, Nomen ist Omen. Herr Bielmann. Da bin ich. Jawohl. Sie wollen in die Ferien? Ja, das möchte ich auch, ja. Dann müssen Sie jetzt aber aufwachen langsam. Sie sind nicht mehr beim Schweizer Fernsehen, Sie sind jetzt beim Ventil. Ja, hä? Ich möchte mal fragen, sind Sie wirklich im Freien? Nein, wir sind im Studio. Nein. Sind Sie in Aargau? Ja, was ist mit Ihnen los? Bei euch schneit es nicht. Hä? Bei schneit es nicht. So. Wo sind Sie denn zuhause? Sind Sie schon auf Kreta? Nein, Zürich. Übrigens, Kreta möchte ich gehen, ja. Wir haben hier ein Bild bekommen. Vielleicht müssen Sie es mal anschauen. Wie kann man das jetzt heben? Ferienfabrik. Also Sie sehen hier unten den Strand und gerade das Flugzeug, wo direkt über den Strand reinfliegt beim Landen. Das ist eben jemand, der beim Nightmore mal eine Reise gewonnen hat. Da ist dann nicht gegangen. Aus verständlichen Gründen. Bei uns kann man tatsächlich gehen, wenn man die Frage richtig beantwortet. Ja, das könnte Speisewagen sein. Ist das nicht richtig? Speisewagen ist leider falsch. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen jetzt den Werni Stutz präsentieren. Der Werni Stutz ist einer von diesen ganz, ganz seltenen Menschen, der nicht nur Saxophon spielen kann, sondern mit zwei Saxophon gleichzeitig spielen kann. Und das können Sie sich ja gar nicht vorstellen, wie schwer das ist. Herr Stutz, wie sind Sie überhaupt auf die absurde Idee gekommen, mit zwei Saxophon gleichzeitig zu spielen? Ja, das hat sich so ergeben. Im Prinzip aus dem ewigen Spielen aus, und eigentlich einen Partner hatte, auf irgendwann schon angefangen, mit beiden zusammen zu spielen gleichzeitig. Wie viele Jahre haben Sie jetzt trainiert für diese schöne Sache? Ja, also, als ich das erste Mal gehört habe, war ich etwa 14. Ja. Das heisst, also, jetzt etwa 22 Jahre habe ich geübt. Es geht einigermaßen passabel jetzt eigentlich. Auf dem Kleineren haben Sie da gleich viel geübt wie auf dem Grossen, oder ist das Kleineren einfacher? Ja, das Kleineren hat genau gleich viele Tasten eigentlich. Ja. Also,
Ich habe von Anfang an auf dem Grossen gespielt, weil es einfacher ist zu finden. Ja. Und dann habe ich mit dem Kleinen angefangen, weil es gäbiger ist zum haben. Zum Reisen und so, wenn man raus ist. Ja, voll. Gut. Okay, also dann werden wir sie nicht länger auf die Folter spannen, die Hei. Und innen wenn wir jetzt Vorsicht, passen Sie auf, spielen Sie vorwärts. Das ist ja eine ganz berühmte Saxophonistenkrankheit. Aber er hat es jetzt mit Bravour gemeistert. Es ist also live und open air. Die Bühne gehört rein. Meine Damen und Herren, ist das nicht wahnsinnig? Vielleicht hat das Publikum einen herzlichen Applaus. Wir haben jetzt auch wieder mehr Publikum in unserer Sendung. Vielen Dank. Das war grossartig. Gehen Sie doch mit Ihren Hörnern wieder in Germany rein, dass Sie die nicht schliessen. Das wäre ja schade. Das sind ja Kunstwerke. Frau Weber? Ich verstehe das nicht, was der da macht mit dem Buch. Entschuldigung. Er liest jetzt das Buch. Mhm. Und oder, die Bücher im Gegensatz zu... Es gibt ja Leute, die nur die Bücher ins Gestell und die Bücher rücken und stellen sich dann vor, was drin ist. Ja. Er liest die Bücher und wir können ihn nachher abfragen, auf welcher Seite welches Wort gestanden ist. Er hat ein fotografisches Gedächtnis. Ui, ich glaube. Oh. Sie können ihn vielleicht mal zu sich einladen, kann er für Sie ein bisschen lesen. Nein, bei mir so, ich hoffe, Sie haben genauso kalte Finger wie ich, Frau Weber. Der Stefan ist am Telefon. Ja, hallo. Ja. Ich wollte dich fragen, wieso du eigentlich keine Werbeunterbrechung in deiner Sendung hast. Ich mache ja die ganze Zeit Werbung. Das siehst du ja. Ich bin die Werbung. Ich trage Krawatte vom Andi Stutz, die Kittel vom Genghis, die Schuhe vom Bali. So machen es alle. Ich mache mehr Werbung für Helvetetour. Sie hat auch Bali-Schuhe an. Er hat Olden-Schuhe an. Rahmengenähte Versace-Schuhe vom Olden. Haben Sie Ihre Girling-Ausrüstung dabei, Frau Weber? Was haben Sie in Ihrer komischen Tasche drin? Nein, das darf ich nicht. Aha. Und der Kaffeewärmer auf dem Kopf, ist das von der Girlingstein? Herr von Almen, Sie können das Rätsel lösen. Es ist ja ein englisches Rätsel. Ich bin gar nicht dran gewesen. Wohl, Sie sind ja dran. Hallo? Sind Sie nicht dran, Herr von Almen? Wer sind Sie? Sind Sie der Stefan? Genau. Also warum geben Sie sich als Vollalmen aus? Das bin ich nicht, dass Ihre Sekretärin gesehen, die hier irgendwie einen Fehler gemacht hat. Auch noch frech werden? Nein, also geht's eigentlich noch? Macht doch da nicht zu kalt. Herr von Almen, Entschuldigung. Herr von Almen! Sie wollen das Rätsel lösen. Wie? Ja. Wollen Sie vielleicht Nasen pröpfen, Ohrenpax und alles rausnehmen? Ich verstehe nicht gut. Aha, ja, schade. Können Sie vielleicht das Telefon... Müssen Sie da unten, da müssen Sie reden und da hören. Ja, aber hören. Wenn Sie besser reden, gibt es Messer. Sind Sie ein Welscher? Ja. Wollen Sie da wieder den Röstigraben aufreissen bei uns und uns verrückt machen? Von Gampelen. Von Gampelen? Ja. Da sind Sie ja so ein Gretscher. Mit dem einen Bein da, mit dem anderen da. Ein Grabenkampf. Richtig. Gut, Herr von Almen, wollen Sie uns jetzt auf Folter spannen oder wollen Sie jetzt das Rätsel lösen? 1, 2, 3, 4. Und alles ist Englisch. Es gibt wieder wahnsinnig viele Leute daheim. Hören Sie doch auf, die blutige Frau anschauen. Zum Beispiel der Herr Mittmer, der weiss es sicher schon. Oder? Der weiss es. Läutet aber nicht an, weil er es weiss, damit Sie eine Chance haben. Ja. Eine Chance für was? Mamma mia. Wir kommen zu einem weiteren Höhepunkt. Wir haben Marianne Käppli da. Und Marianne Käppli kann etwas, was sonst
wirklich niemand kann. Weil, ich meine, ein Buch so lesen, wie der Sokrates, das ist ja die eine Geschichte. Aber Marian Käppeli, guten Abend, kann aber etwas ganz außergewöhnlich sein. Wird. Was wirst du machen? Daumen um 360 Grad drehen. Also stellen Sie sich mal die Heime vor, probieren Sie es vielleicht mal mit dem Daumen. Frau Weber, können Sie es mal vormachen mit Ihrem Daumen? Tun Sie den mal bitte um 360 Grad drehen. Das kann ich nicht, aber die Mütze habe ich selber gestrickt, die ist nicht schlecht. Herr Paul, wollen Sie mal Ihren Daumen um 360 Grad drehen? Auch er kann es nicht. Ja gut, er ist am Lesen. Gut, jetzt, wie wirst du das machen? Du wirst, wieso macht man überhaupt so nichts? Es ist ja gruselig. Wir haben schon Leute, die Spaghetti durch die Nase gegessen haben. Und du, Marianne, du tust jetzt also deinen Daumen umdrehen. Ja. Gegen hinten biegen oder wie? Nein, drehen, 360 Grad. Gut, also wir sind gespannt. Jetzt bitte, Kind, du kannst dich parat machen. Kind, zuhause, bitte, mach das nicht nach. Auch die Alten mit ihnen, oder wenn man da hat, mach es nicht nach. Arthrose, Gicht und alles, das nicht mehr. Gut, also, bist du bereit? Ja. Ja, kann man vielleicht... Achtung! Ui, nein! Ui! Da! Nein! Grusig! Oh. Und Retour, kannst du es auch? Tut das weh? Ja, Retour ist eher das Problem dann. Also, du tust fortlaufend immer wieder in die gleiche Richtung? Immer wieder. Das hängt sich von selber wieder ein. Gut, danke vielmals. Ich hoffe, es tut nicht weh, wenn ich die Hand gebe. Ist nicht gebrochen. Applaus vielleicht auch zuhause mit den 9 Fingern, die noch funktionieren. Ja, leck mir alles. Gut, Sie sehen, wir haben hier die Leute, die morgen bei «Wetten, dass» auftreten werden. Die Leute, die etwas können, was andere nicht können. Ich habe hier noch einen Brief gefunden. Übrigens, ganz in... Oh, da! Nein, ich wollte jetzt sagen, Frau Weber, was ist das für ein Stift? Ja, ich weiss nicht. Das ist ein Fremdstift, das ist ein grüner. Ja, der grüne. Der gehört doch in Ihre Handtasche. Ja. Tut sich nicht immer in meine Sendung da reinschmuggeln. Nein, das ist doch, das ist ja wirklich primär. Wohl ist meine. Ja. Da, der Lions Club Zürich, der macht da ein Also er macht ein Konzert zugunsten vom Projekt Ventil. Ich meine, das muss man auch mal sehen, da unten steht das Projekt Ventil, ich kann es zeigen. Ich finde das sehr nett vom Lions Club, dass sie sich also so Mühe geben. Warte mal, geh du doch mit deinem Ding ein bisschen näher ran, da, Ventil. So. Vielleicht können Sie es zuhause nicht sehen, aber da am Rand steht Ventil. Sehen Sie es? Gut, machen Sie es. Okay, macht das nicht, ihr da mit da. Das sind sicher ZSC-Lines, die das machen. Herr Isler, Sie haben die Lösung und möchten gerne nach Kreta in die Ferien gehen. Sali Frank. Sali. Das ist der René. Ah, René. Ja. Du sagst Herr Isler. Ja. Lass mal, Frank, früher schneit. Ich früher tierisch. Tierisch. Es ist minus 5 Grad. Und die Krawatte? Krawatte geht nicht warm. Die schöne. Die ist warm, die Krawatte. Also, die ist immer, hat noch Restwärme. Frank, lass jetzt, ja. Sie haben ein Problem. Sie suchen so viel Bundesräte. Ja, du willst gehen. Du willst nicht einmal kandidieren. Du siehst gut aus, kannst gut schnorren. Alles wäre ich auch. Hast du schöne Krawatte? Eben. Siehst, und das ist jetzt genau das Problem. Hast du schon mal einen Bundesrat gesehen, der gut aussieht? Ja. Der eine schöne Krawatte hat und gut schnorren kann? Nur einen. Ja, gut. Und du wärst jetzt der Zweite. Ja, aber wenn wir zwei Vögel machen, jetzt müssen Sie mal ein Mädchen nehmen. Irgendeine schicke. Aargauer Blondine. CVP-Blondine oder so etwas. Da haben wir noch einen netten Brief. Sehr geehrtes Fernsehen, ich möchte Gabriele Amgarten fragen, ob sie nicht mal eine volkstümliche Gruppe oder ein Örgeli mit Musik einladen würde. Es wäre eine Abwechslung für die meisten englischen Gesänge da von der Matilda Sieber kaufen. Das ist ja sicher die Frau von Sieber, die das will. Die kommt von Oberwil. So, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Wollen wir noch mal einen Stargast nehmen? Jawohl, wir haben einen Stargast. Es ist der Hans-Peter Scher. Hans-Peter Scher, bitte sofort auf die Bühne. Und jetzt, Herr Paul, Sie wissen, was Sie für eine Aufgabe haben jetzt? Was müssen Sie machen? Fußballschuhe holen. Also, worauf warten Sie noch, Herr Paul? Ich muss schauen, dass er nicht noch das Bein bricht. Herr Scher. Herr Baumann. Guten Abend. Herr Scher, Sie haben eine ganz ausgefallene Wette angeboten bei «Wetten, dass». Sie ist noch nicht gekommen. Warum noch nicht?
Ja, wahrscheinlich haben sie zu viele Anmeldungen im Moment. Also kann man es nur so erklären, weil die Wette finde ich gut. Gut, also wir sind immer noch in der Hoffnung, dass das dann genommen wird. Wir haben hier eine wunderbare, schöne Wette, die Sie uns bringen. Und Sie wetten was? Ich wette, dass ich aus diesen 8 Paar Schuhe, Sportschuhe, herausfinde, in welchem Fußballer das die gehören. Gut, jetzt muss man sagen, es sind jetzt da nicht generell von der Nationalliga, sondern nur vom FC Zürich. Sie haben dort Beziehungen. Ja, ich kenne ein bisschen die Leute, ja. Gut. Und Sie werden jetzt nur mit der Nase versuchen, herauszufinden, von welchem Spieler Sie sind. Bitte, legen Sie los. Top, die Wette gilt. Er hat natürlich ideale Luftverhältnisse jetzt. Stellt sich vor, Sie sind in der Garderobe. Sie sind vom FCZ. Die sind vom Zuberbühler. Gut, Zuberbühler. Das haben Sie an der Grösse erkannt. Mal schauen. Ganz neue Schuhe. Das ist ja wie bei mir. Gebraucht. Da läutet ihr das Nattel von einem Fußballspieler. Die sind im Kubi. Umgebrauchte Schuhe sind vom Kubilei. Gut, das war jetzt ein bisschen einfach. Können Sie vielleicht mal da zur Sache kommen? Wir haben hier FCZ-Spieler. Ist klar, oder? Jetzt hat das einfach. Stellt sich vor, Sie haben da Dulix überall. Oder sonst irgendein Mittel. Die müssten Sie im Giorgio del Signore. Stimmt das? Ist das wahr? Ja. Er sagt ja, es ist richtig. Bravo. Die Spannung steigt, das ist unerträglich. Wir kommen alle wieder warm über. Machen Sie vorwärts. Cesar del Santa. Santana. Stimmt das? Ja. Hey! Great! Die sind wieder von GC, die sind im Roger Hegi. Das sieht man, oder? Die ja. Sind auch so. Ziemlich wenig gebraucht. Wenig gebraucht, wenig Goal geschossen. Ist logisch. Die müssten dem Pascal Castillo gehören. Ja. Stimmt, das ist richtig, ja. Das ist natürlich jetzt voll, das haben Sie erraten, weil es der letzte war, der da angestellt hat. Ja, na gut. Ah, gut, das ist natürlich klar. Es ist gleiche Leistung, Herr Paul. Es ist gleiche Leistung. Entschuldigung. Gut, jetzt können Sie wieder gehen. Also, ich danke Ihnen vielmals. Sehr schöne Wette. Ich wünsche Ihnen alles Gute und euch auch alles Gute, viel Erfolg. Ihr seid die, die zuschlagen in Zukunft. Sie sehen gar nicht so aggressiv aus. Er sieht mehr aus wie ein Popstar, oder? Ja. Mädels, die hei, das wäre doch einer. Hey! Gut, also. Dann machen wir jetzt den Schluss und kommen noch zu der Frau Backux. Ja, hoi Frank. Grüezi. Hallo. 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 Ich wollte dich fragen, ob du mit dem Taxi heimfährst heute Abend. Nein, ich versuche es mit dem Auto. Aber ich wohne am Berg oben, es wird schwierig werden. Ich weiss es. Aha, gut. Das hätte ich dir noch einen guten Vorschlag gehabt mit einem guten Taxichauffeur in einem warmen Taxi. Wunderbare Firma. Mm. 312. Schick mir das Taxi da an, wenn du es schaffst in 3 Minuten. Hä? Das Taxi wollen wir jetzt sehen. Im Ernst? Ja, im Ernst. Wem denn sonst? Minuten ist er bei dir. Also. Ich schicke ihn dir. Ciao, Frank. Danke vielmals. Das sind eben die, die wir gerne haben. Nicht die, die einfach ums Verrecken nach Kreta wollen, oder? Was ist los, Herr Paul? So, und jetzt haben wir hier noch einen Kandidat, den ich vielleicht noch rasch sagen könnte. Haben wir von den Hornusser ein Abzeichen bekommen. Er möchte, dass wir Werbung machen. Das ist der Mann, der mal bei uns in der Sendung war. Und konnte 15 Minuten lang die Luft, 20 Minuten lang die Luft anhalten. Wir machen selbstverständlich keine Chance bei uns, um Werbung zu machen. Dem Mann. So, dann hätten wir vielleicht noch die Frau Hess. Frau Hess, Sie haben die Lösung für den Wettbewerb? Ja, ich will am liebsten auf Kreta, ja. Ja, so geht's nicht. Es ist so kalt da. Hä? Es ist so kalt da bei uns auch. Ja, wem sagen Sie das? Hä? Schauen Sie mich an. Hä? Schauen Sie mal das dünne Hemd. Haben Sie keinen Mantel daheim? Ja, die haben schon, aber da nicht. Also machen Sie jetzt. Ja, woher nach Kreta wollen Sie? Der geht am wärmsten, hä? In Kreta? Ja, machen Sie jetzt kalt, nein, müssen Sie jetzt den Wettbewerb. Ja, die haben geht am wärmsten, also, ja. Wegen dem Wettbewerb. Was? Kann ich jetzt nicht den Wettbewerb? Ja, dann lösen Sie doch bitte! Der T-Zug. Das ist aber der D-Zug, nicht der T-Zug. Nein, ein T-Zug. Es ist schon ein T da haben Sie recht. Aber es ist natürlich ein Gesamtkunstwerk, das wir hier suchen. Oder? Das besteht aus mehreren Teilen. Ja, schade.
Tut mir leid. Ja. So, oh, den Sokrates haben wir noch. Sokrates, geben Sie mir das Buch. Jetzt werden wir schauen, ob Sie das können. Frau Weber, nehmen Sie das Mikrofon zur Hand. Ich frage Sie als erstes. Auf welcher Seite steht das Wort? Eine Seite suchen da. Eben, Sie sind ja kein Fischruder. Ja. Sind Sie parat? Sagen wir mal. Parat, vor allem unter Kiel. Passen Sie auf. Passen Sie auf. Gut konzentrieren. Ich frage Sie, wo steht das Wort Unfähigkeit? Seite 40. Da. Unfähigkeit. Unfähigkeit. Seite 40. Gut. Das ist recht. Super. Bravo. Einen warmen Applaus. Wir kommen zu der nächsten Seite. Okay. Wir wollen etwas Schwieriges machen. Wow, lecker. Wie kannst du die Seite fast nicht mehr blättern mit diesen kalten Klüppchen da. Es wird als WK gerecht. Auf welcher Seite steht das Wort? Schwurs. Schwurs mit einem S zum Schluss. Sokrates! 78. Schwurz! 78. Schwurz. Kopfverteli, das glaubst du jetzt aber nicht. Hey. 78. Hey, super, Schwurz! Jetzt, das Ganze nochmal alles. Jetzt kommt das letzte Wort. Schauen Sie noch? Ja, 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 halt das schon noch. Gut, klar, komm. Wir könnten dem etwas schenken, wenn es kann. Ein schwieriges Wort. Oh, da habe ich ein geiles Wort. Sind Sie bereit? Priester? Ja, ist bereit. Ich habe die Frage schon lange gestellt, Frau Weber. Priester! Zeigen Sie mir, wie er denkt. Das müsste auf Seite 50 sein. Da gehst du aber wie ein Käse. 50! Da, Priester! Priester auf der Seite 50 und das bei minus 5 Grad. Wenn das kein Applaus ist. Und wenn jetzt nicht endlich der Herr, wie heisst der, der das Wetten das macht? Da, der Blond da. Gott sei Dank. Wenn der sie nicht endlich bucht, dann komme ich aber Würm über. Sehr gut. Gottfett, klatscht doch mal endlich da hinten. Klatsch, habe ich gesagt. Nicht rügen. Nein, das ist doch primitiv. Frau Hess, Sie haben die Lösung vom Wettbewerb. Frau Hess! Frau Hess! Sie haben die Lösung. Na, ah, Preis, hört doch auf. Nein, das dürfen Sie nicht. Hören Sie auf. Ich könnte, weißt du, kann ich auch. Nein. Das ist ja. Und Frau Weber, halten Sie sich. Nein. Raus. Das nächste Ventil kommt wieder von innen. Und dann hoffe ich, dass. Pulverschnee, Schneeballschlacht, das glaube ich ja gar nicht. Okay. Und die Fußballspieler sind so primitiv mit Schneegummi rühren. Hör doch auf! Ist ja alles nass! Danke vielmals!